Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute passiert was Besonderes, denn ich bereite für euch 8 verschiedene Raclette-Optionen, die ihr vielleicht jetzt auch schon zu Silvester umsetzen könnt. Es werden 4 herzhafte und 4 süße Vorschläge sein oder Inspirationen sein, die ihr genauso bei euch zu Hause umsetzen könnt. Ich bereite mir gleich erstmal alles vor und dann zeige ich euch, was ich denn vorhabe. Es wird auf jeden Fall eine wilde Mischung sein. Also seid gespannt und bleibt bis zum Schluss da, um auf jeden Fall das Endergebnis zu sehen. Ihr könnt aber jetzt schon in den Kommentaren schreiben, ob ihr eher Team Süß oder Herzhaft seid. Ich bin eigentlich zu 80% Team Herzhaft, aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht werden mir meine süßen Vorschläge besser schmecken. Ich bin gespannt. Ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. So, eine kleine Übersicht. Ich werde von den Herzhaften, wir haben hier gekochte Kartoffeln, Tomaten, Basilikum, Kidneybohnen, Mais, Nachos, Lauchzwiebeln, Tomatenmark, Mozzarella, Reibekäse, Pilze, genau, und gewürfelte Tomaten. Ein kleiner Tipp für euch, bei den Kidneybohnen oder allgemein bei den Konserven, achtet hinten auf die Zutatenliste, denn ganz oft sind vor allem die günstigeren Varianten auch nur mit Zucker zugesetzt. Hier haben wir keinen Zucker drin und Mais hat ja von Natur aus Zucker und trotzdem wird manchmal noch Zucker hinzugefügt. Aber hier haben wir auch nur Mais und Wasser. Also achtet auf jeden Fall hinten auf die Zutatenliste, denn ganz oft kann man sich so auch noch Zucker sparen. Aber das ist so das, was jetzt für meine herzhaften Pfannen benötigt wird. Ich habe das hier so aufgebaut, weil ich da auch gleichzeitig noch für Instagram was abfilmen werde. Also schaut unbedingt auch auf Instagram vorbei. Und jetzt starte ich mal. Hier 4 Pfannen fertig. Einmal Tomate, Mozzarella mit Basilikum, Kartoffeln, Pilze, Brokkoli, Mais, Käse, Nachos, Kartoffelwürfel, Lauchzwiebeln, Käse und hier Kartoffeln, Kidneybohnen, Mais, Käse und Tomatenmark. Hier habe ich auch noch ein bisschen von dem Mexican Allrounder Gewürz von Just Spices benutzt. Ich finde, das rundet das Ganze noch mal ein bisschen ab. Das fertige Ergebnis sieht natürlich auch richtig lecker aus. Das hier ist mit den Nachos, Brokkoli, Tomate, Mozzarella und natürlich Kartoffeln Tex-Mex. Während die anderen Sachen drüben schon im Raclette drin sind, zeige ich euch schon mal die Sachen, die ich für die süßen Teilchen fertig gemacht habe. Wir haben hier einmal Apfel mit Zimt, Haferflocken, Speisequark, Himbeeren, Heidelbeeren, Marshmallows, dann habe ich da Zartbitterschokolade, Butterkeks. Hier habe ich so einen Teig angemischt. Die genauen Zutaten packe ich euch in die Videobeschreibung. Oatmeal Spice von Just Spices, eine Banane, Kinderschokolade. Als Zwischenstand haben wir hier Magerquark mit Haferflocken, Apfel mit Zimt, Butterkeks mit Schokolade, Marshmallows, dann Banane mit Lieblingssüßigkeit und einmal der Teig für die Pancakes mit Obst. Hier haben wir das Ergebnis. Das hier riecht total wie Bratapfel. Hier haben wir die geschmolzenen Marshmallows. Ich hatte sie ein bisschen zu lang drin. Dann haben wir hier Pancakes, ist auch super geworden, der Teig. Und natürlich die geschmolzene Schokolade über Tomaten. Habe ich auch ein bisschen mit dem Oatmeal Spice von Just Spices geupdatet und geupgradet, heißt es ja. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr denn gerne testen wollen würdet. Ich glaube, bei mir sind die Nachos ganz oben, aber auch Banane mit Kinderschokolade. Ich muss dazu sagen, dass wir eigentlich fast immer nur herzhaftes Raclette machen. Aber nachdem ich die süßen Varianten probiert habe, weiß ich, dass wir das auch auf jeden Fall mit einbauen werden. Lasst auf jeden Fall ein Like unter diesem Video und ein Abo auf meinem Kanal. Aktiviert auch die Glocke, damit wir uns gar nicht mehr verpassen. Und falls ihr auch eine von den 8 Vorschlägen nur ausprobiert habt bei eurem Raclette-Abend,
dann schreibt mir unbedingt auf Instagram oder macht ein Foto und verlinkt mich da drauf bei How Gabi Lives. Ich freue mich total über euer Feedback und jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil das Video ja definitiv noch vor dem Jahresende 2023 kommen wird. Also einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Tschüss!